eigentlich sind Linsen das Nationalgericht der Schwaben. Linsen kommen doch aus Indien. Mitnichten. Linsen gibt's überall auf der Welt und seit neuestem auch wieder auf der Schwäbischen Alb. Da ist die Alblinse wieder zu Hause. Für mich Grund genug, in der Küchenwerkstatt mal ordentlich mit Linsen aufzukochen. Drei Gerichte machen wir heute, echte Linsenknaller. Nämlich ein Linsenhummus, ein Linsensalat und einen dampfenden Curry-Linsentopf. Los geht's! Für den nussig schmeckenden Linsensalat mit würziger Rauke eignen sich schwarze Linsen am besten. Die behalten auch nach dem Kochen noch ihre Form und sind schön kräftig im Biss. Schon fertig, denn am längsten dauert bei diesem Salat tatsächlich das Linsenkochen. Probiert's zu Hause aus. Rote Linsen sind eine Schönheit und auch absolute Schnellgarer. In 4 bis 7 Minuten ist die rote Linse fertig und ich mache daraus heute eine cremige Humuspaste mit roten Linsen, mit Tahin, das ist eine Sesampaste, bisschen Knoblauch, bisschen Zitronensaft, bisschen Olivenöl, das wird lecker, los geht's. Der Hummus soll eine cremige, streichfähige Konsistenz haben. Und wenn er euch beim Pürieren ein bisschen zu dick gerät, so wie mir jetzt im Moment, dann könnt ihr einfach euch behelfen, indem ihr ein bisschen Gemüsebrühe zugebt, bis der Hummus die Konsistenz hat, die ihr euch wünscht. Fertig ist der Hummus-Dip und der passt perfekt zur nächsten Grillparty. Der passt zu Fisch und Fleisch und ganz besonders gut natürlich auch zu leckeren Gemüsesticks. Da hebt die Möhre richtig ab. Von der Schwäbischen Alb geht's heute nach Indien mit einer curryscharfen Linsenbowl und ich habe da schon mal was vorbereitet. Das duftet. Die Suppe ist fertig. Ich fülle mir mal auf. So. Ein bisschen Frühlingszwiebelgrün drüber. Und probieren. Also günstiger ist ein Trip nach Indien nicht zu kriegen. Boah, ist das heiß. Lecker.